Wir greifen Damon Gant frontal an, hier bei Phoenix Wright Ace Attorney. Und ja, wie können wir Damon Gant mit diesem Vorfall in Verbindung bringen? Ich versuch's mal mit dem Ausweisverzeichnis. Nimm das! Das ist das Ausweisverzeichnis. Ja, darin steht, wer am Mordtag den Beweisraum betrat. Es gab gestern eine Nummer, die wir niemandem zuordnen konnten. 777777. Tut mir leid, aber Sie können nicht beweisen, dass es meine Nummer ist. Es ist Ihre Nummer. Hm? Was? Woher wollen Sie das wissen? Der Tresor im Polizeichef Gents Büro lässt sich nur mit einer Kombination öffnen. Einer siebenstelligen Kombination. Sieben Zahlen? Sie meinen noch nicht. Ich befürchte schon, Euer Ehren. Die Kombination ist 7 mal die 7. Die gleiche wie die übrige Ausweisnummer im Verzeichnis. Polizeichef Gant, Sie haben den Beweisraum am Tag des Mordes betreten! Ruhe, Ruhe! Polizeichef Gant, was wollen Sie darauf antworten? Nichts. Die Durchsuchung meines Büros bedeutet eine Verletzung der Regeln. Und ich verlange, dass Herr Wright aufs Äußerste bestraft wird. Aber im jetzigen Augenblick verlangt das Gericht eine Erklärung von Ihnen. Zum Einsatz dieses Ausweises. Polizeichef Gant, Sie geben es also zu? Sie betraten den Beweisraum am Tag des Verbrechens? Na und? Ich bin der Polizeichef. Ob Beweisraum oder Toilette. Welchen Unterschied macht es? Ich kann überall hingehen, wo ich möchte. Sagen Sie mir, als Sie den Raum betraten, waren Sie da allein? Ich gehe immer allein zur Toilette. So ist es auch mit dem Beweisraum. Inspektor Goodman hat Sie an jenem Tag nicht zufällig begleitet, oder? Natürlich nicht. Warum sollte er? Ich hatte ihn tagelang nicht gesehen. Einspruch! Sie hatten ihn tagelang nicht gesehen? Polizeichef Gant, ich befürchte, Sie haben sich gerade selbst verraten. An jenem Tag müssen Sie sich mit Goodman getroffen haben. Was wollen Sie damit sagen? Dieser Prozess soll Lana Skies Schuld beweisen. Einspruch! Das stimmt nicht, Euer Ehren. Dieser Prozess soll die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn der Polizeichef Gant an jenem Tag das Opfer traf, dann müssen wir eines herausfinden. Was geschah während des Treffens? In diesem Fall, Herr Wright, muss ich Sie um Beweise bitten. Beweisen Sie uns, dass das Opfer sich am Tag des Mordes mit Polizeichef Gant traf. Okay. mach ich sofort. Ich guck noch mal ein bisschen. Damn it. Denk nach. Ich muss gerade nachdenken. Oh Gott! Lass mich doch in Ruhe! Er musste ihn getroffen haben, weil der Beweismitteltransfer stattfand, aber... Kleine Tiefgarage, Fahrzeuge, Suchstuhl, des Opfer, Fingerabdruck, Ausweis, Luminol, Testflüssigkeit, Springmesser. Los. Warte. Goodmans Verlustbericht zur Vorlage beim Polizeichef. Er muss ihn getroffen haben. Nimm das! Inspektor Goodman hat seine Ausweiskarte am Tag des Verbrechens verloren. Oder genauer gesagt, Jack Marshall hatte sie geklaut. Also führte er einen Verlustbericht aus. Er hätte diesen Bericht dem Polizeichef vorlegen müssen. Dennoch sind Sie im Besitz des Berichtes. Das heißt also, Sie wissen nicht sicher, ob er ihn vorlegte. Er legte ihn vor. Sie fragen sich wohl, woher ich das weiß. Weil er den Beweisraum an jedem Tag betreten musste. Er musste es? Ja, um die Beweise zu überführen. Oh! Sie, Polizeichef Gant, händigten Inspektor Goodman das Formular aus. Dann begleiten Sie den Inspektor in den Beweisraum. Ich begleitete ihn? Nur so konnten Goodman und sein Mörder den Raum betreten haben.
Lassen Sie mich raten, was Sie als nächstes sagen werden. Ich, der Polizeichef, ermordete den armen Goodman. Genau. Aber Moment mal. Der Polizeichef hätte ihn nicht zwingend zum Beweisraum begleiten müssen. Er hätte ihm einfach seine Ausweiskarte leihen können. Ja, jetzt, da Sie es erwähnen, habe ich, glaube ich, sowas getan. Einspruch. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Dem Verzeichnis nach wurde Ihre Karte nur einmal benutzt. Aber Sie zeigten uns Ihre Ausweiskarte vorhin schon, wenn Sie sie Inspektor Goodman wirklich geliehen hätten. Wäre sie bei der Leiche gefunden worden? Nein! Oh, quite shocking. Polizeichef Gant, Sie haben doch nicht... Der Mord wurde wahrscheinlich Hals über Kopf verübt. Keiner, der klar denken kann, würde einen Mord im Polizeirevier begehen. Nach dem Mord kontaktierten sie Lana Sky in der Staatsanwaltschaft. Warum? Um Inspektor Goodmans Leiche zu beseitigen. Einspruch! Aber... Die Leiche des Opfers wurde in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft gefunden. Wie hat er sie dorthin gebracht? Ich war den ganzen Tag im Polizeirevier, wissen Sie? Und alle wussten, dass Lana nach der Zeremonie in der Staatsanwaltschaft blieb. Alle außer mir, so scheint es. Aber Sie sind der Polizeichef. Das ganze Polizeirevier steht Ihnen zur Verfügung. Oh, Sie denken, ich sagte einfach einem Wachtmeister, dass er es tun sollte. Hey Sie, bringen Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft rüber. Ich glaube nicht. Polizeichef Gant, Sie hinterließen alle Beweise, die wir brauchen, um zu beweisen, wie Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft brachten. Und die ganze Zeit dachte ich, es sei ein unnötiger Hinweis, der Platz braucht. Wie hat der Polizeichef die Leiche transportiert? Herr Wright, zeigen Sie uns den Beweis. Um die Leiche des Opfers zu transportieren, benutzte Polizeichef Gant das hier. Der angeblich so unbrauchbare Beweis, der Schraubenzieher. Nimm das! Damit hat der Inspektor Goodmans Leiche transportiert. Was ist das? Ein Schraubenzieher? Aber was hat er mit dem Fall zu tun? Herr Edgeworth, erinnern Sie sich an den Tag des Mordes. Warum befindet sich der Schraubenzieher hier? Er ist hier, weil... Ich wurde gebeten, dorthin zu gehen. Von niemand geringeren als Polizeichef Gant. Er sagte mir, ich solle ihn in den Staatsanwaltschafts aufbewahren. Jedenfalls brachte ich ihn am Tag der Ermordung zur Staatsanwaltschaft zurück. Nach dem Ende der Zeremonie an jenem Tag wollte ich eigentlich nicht zur Staatsanwaltschaft zurück. Aber sie taten es, weil Polizeichef Gant sie darum bat. Wollen Sie etwa sagen, ich... Die Leiche wurde im Kofferraum von Ashworths Wagen gefunden. Ich denke, es ist offensichtlich, was geschah. Die Leiche wurde in dem Auto transportiert. Inspektor Goodmans Leiche wurde im Kofferraum von Ashworths Wagen transportiert. Ja, außer Sie haben eine andere Erklärung, Herr Polizeichef. Weshalb sollte Edgeworth sonst den Beweis eines erledigten Falls transportieren? Es gibt nur eine plausible Erklärung dafür. Um die Leiche zu ihrer Komplizin zu bringen. Zu Frau Lana Sky. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Was geht hier vor? Lassen Sie sich die unerhörten Vorwürfe der Verteidigung nicht widerlegen? Erinnern Sie sich nur an das Foto, das Frau Starr in der Staatsanwaltschaft machte. Dieses Foto zeigte nicht, wie die Leiche in den Kofferraum zum Abtransport gelegt wurde. Es war genau andersrum. Das Foto zeigt, wie die Leiche aus dem Kofferraum geholt wurde. Polizeichef Gant, bitte sagen Sie etwas. Ich glaube... Ihre Zeit ist um. Meine Zeit ist um? Tut mir leid, Raito, aber Utki und ich gehen gleich zusammen essen. Wir müssen schnell machen, wenn wir noch rechtzeitig zum Frühspezial sein wollen. Einspruch! Aber das Kreuzfeuer ist noch nicht beendet. Erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen vorher sagte? Ein Polizeichef hat alle möglichen Waffen zur Verfügung. Waffen? Wie das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich werde mich darauf berufen. Was? Das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Einspruch.
Sie werden also einfach weglaufen. Nach allem... Weglaufen? Bringen Sie mich nicht zum Lachen, Worthy. Ich habe den alten Goodman erstochen. Das ist es, was Sie sagen, richtig? Wenn Sie zwingende Beweise hätten, hätten Sie sie schon vorgelegt. Nun, ich... Sie denken also, ich hätte Lana befohlen, die Leiche zu entsorgen. Wenn das so ist, dann zeigen Sie mir den Beweis und wir bringen es zu Ende. Ich sage es noch einmal, Herr Wright. Damon Gant ist der derzeitige Polizeichef. Dieses Gericht duldet keine Anschuldigungen gegen ihn ohne Beweise. Nun, Herr Wright. Euer Ehren? Haben Sie konkrete Beweise, dass Polizeichef Gant Goodmans tötete und Frau Sky zwang, die Leiche zu entsorgen? Habe ich konkrete Beweise? Ganz ehrlich gesagt, haben wir nicht? Nein. Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Nein, Euer Ehren, im Augenblick habe ich keine handfesten Beweise. Sehen Sie, Utki. In diesem Fall. Das Gericht muss Sie für Ihre Anschuldigung gegen den Polizeichef bestrafen. Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, Utki, ich überlasse Ihnen den Rest. Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr Wright. Das ist die Beleidigung eines Ranghunden. Oh oh. Was? Einspruch! Fortuna, Vielleicht sollten wir ein Wörtchen mit ihr reden. Ich dachte gerade, gehe ich Game Over. Scheiße. Herr Edgeworth, was meinen Sie? Es gibt eine Dame, die die ganze Wahrheit hinter diesem Prozess kennt. Wir hatten noch nicht die Ehre, ihre Aussage zu hören. Eine Dame, die die Wahrheit kennt. Ein weiterer Zeuge. Beim Mangel an konkreten Beweisen bleibt nur noch die Zeugenaussage. Aber Polizeichef Gant hat sich auf sein Recht berufen, die Aussage zu verweigern. Es gibt noch jemand anderen, der einen weiteren Zeugen, der alle Fragen beantworten kann, die sie im Prozess ergeben haben. Jemand, der sich in diesem Raum befindet. Herr Edgeworth, wer ist diese Person? Warum fragen Sie mich, Euer Ehren? Haben Sie es vergessen? Die Verteidigung allein ruft heute die Zeugen auf. Herr Wright, gibt es einen solchen Zeugen? Es kann sein, dass sie die Wahrheit nicht sagen will. Aber es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ja, Euer Ehren. Die Verteidigung ruft auf. Lana Sky, nimm das! Die Angeklagte? Frau Lana Sky? Sie befand sich am 21. Februar um 17.15 Uhr in der Tiefgarage. Ihre Aufgabe, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Nach Anweisungen einer gewissen Person. Herr Edgeworth? Die Anklage hat keine Einwände, Euer Ehren. Nun, gut, dann das Gericht wird für heute eine letzte Pause machen. Wir setzen die Verhandlungen in 15 Minuten für die Aussage der Angeklagten fort. Das Gericht ist ver... Einen Moment. Hä? Polizeichef Gant, ich dachte, Sie wollten essen gehen. Hören Sie gut zu, Lana. Er spricht mit Lana. Ich muss es Ihnen wohl nicht sagen, wenn Sie Wrights Forderung annehmen. Wird das schreckliche Folgen haben. Ganz genau. Ihre Schwester wird für schuldig befunden werden. Für den Mord an Neil Marshall. Ah, das ist nicht gut. Natürlich werden Sie solche unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen, richtig? Nur etwas, woran Sie denken sollten. Also gut, ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Okay, wenn es keine weiteren Einwände gibt, ist das Gericht jetzt vertagt. So ein Drecksack. 25. Februar, 14.04 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Wie es aussieht, sind wir noch mit von der Partie. Ja, dank Ihrer Hilfe, Edgeworth. Dieser Polizeichef, er ist ein anderer Kaliber, nicht wahr, Junge? Inspektor Gumshoe. Ich bin nicht mehr Inspektor. Oh, stimmt. Tut mir leid. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß schon, wo ich jetzt arbeiten werde. In Ihrem Büro. Mein Büro? Natürlich. Ich übernehme den Part des zugeknöpften Mädchens, das mit Ihnen zusammenarbeitete. Meint er etwa...
Maya? Trotzdem, es sieht so aus, als ob wir schachmatt wären. Polizeichef Gent hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhand? Es ist nicht fair, dass er das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Beruhigen Sie sich, Wright. Erinnern Sie sich, was der Richter sagte? Aber Polizeichef, das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Risiken? Was meinte er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeichef die Aussage, tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert also auch das Recht, etwas zu sagen. Ach, hi Emma. Emma, geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlung von der Empo aus verfolgt. Also hat sie alles mitbekommen. Emma, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wissen Sie? Ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja, jetzt weiß ich endlich, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von diesem schrecklichen Mann erpresst wurde und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Seit ihrer Ernennung zur Generalstaatsanwältin sagten alle, die sie kannten, sie hätte sich verändert. Vielleicht war es so leichter für sie. Was meinen Sie damit? Was glauben Sie wohl? Die Anweisungen von Polizeichef Gent befolgen. Sie muss sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben und hat sich gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich ja Marshall tötete. Hey, mach dir jetzt bloß keine Vorwürfe. Wenn du jemandem etwas vorwerfen möchtest, dann der Gesellschaft, Kleine. Polizeichef Gent mag alle mit seiner Fälschung hereinlegen, aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieß Herr Marshall in die Rüstung. Ich verstehe. Nun, wir gehen jetzt lieber wieder rein. Es ist Zeit für den Schlussakt. Emma, warte doch. Nein, ich gehe mit Ihnen. Hm? Ich möchte dabei sein, wenn Lana die Wahrheit erzählt. Gehen wir, Wright. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Fortsetzung folgt.